Als sich die Holzhauer zur Mittagszeit einfanden, um gemeinsam zu essen, rann ihnen der Schweiß von der Stirn. Nicht einmal der Älteste unter ihnen konnte sich an eine derartige Wärme zu dieser Zeit erinnern. Sie kochten einen Sterz, aßen und gingen wieder auseinander, um ihre Arbeit zu verrichten. Der alte Einäugige und sein 15-jähriger Enkel trennten sich von den übrigen und waren am weitesten von ihnen entfernt. Sie hatten Holz aufzuschichten von Bäumen, die dort im Sommer gefällt worden waren. Als sich der Tag zu neigen begann, eilten sie jener Stelle zu, wo sie sich gewöhnlich mit den übrigen trafen, um gemeinsam den Heimweg anzutreten. Došli místo toho, nikoho již nenalezli. Jak po druzích se rozhlíželi, zarazili zvláštní, prazvláštní osvětlení lesa. Nepovšimli sobě dříve rudé záře, která na západě vzplanula. Snad za tou příčinou, že svah, kde pracovali, k východu byl obrácen. Nyní, když k jeho západu zabočili, nemohli nevidět úkazu toho. Plötzlich war es, als hätte etwas Ungeheures, etwas Schauerliches diesen Glanz und dieses Licht verschlungen. Es waren nicht die Schatten des hereinbrechenden Abends, es waren die Nebel, die aus den Sümpfen und Wäldern aufstiegen. Was es auch war, sie konnten es nicht sehen, weil ihnen durch den Plattenhausen die Aussicht genommen war. Ein schwefelgelber Schein ergoss sich über alle Gegenstände und kleidete die Bäume in ein geisterhaftes Gewand. Hinter dem Plattenhausen wälzte sich irgendetwas heran. Dosud ticho bylo jako v hrobě a dusno jako před letní bouřkou. In diesem Augenblick stieg in derselben Richtung ein gelber Schein aus dem dunklen Grau. Stärker und immer stärker hörte man irgendein Rauschen in der Luft. Bělavý mrak od severozápadu směrem od Roklanu objevil se nad samou zemí. Hale v příšerný háv svůj vrcholy stromů. Plötzlich ein Krachen, Knallen, ein Getöse, Pfeifen und Heulen, als würde das Weltall in seinen Grundfesten zerstört. Ježíši na nebi, vichřice, zaúpěl stařec. Sie rannten durch die Finsternis, durch dieses Entsetzliche. Rechts, links stürzten entwurzelte Bäume mit furchtbarem Gekrache zur Erde. Ale bouda byla blízka, sotva 200 kroků k ní. Stála tu, uprostřed lesa, vysoké smrky kolem dokola. Doběhli, uchýlili se dovnitř. Hůře a hůře řáděla vichřice, praskot a šum, jakoby gigantové, přikovaní v útrobách Tartaru, pout ze spaviše, ven se byli dostali a v nový boj se utkali s mocnostmi nadzemskými. In der Hütte beteten der Greis und der Knabe. Sie riefen alle Heiligen an. Und Ärger, und immer Ärger, es klang wie die Stimmen Verzweifelnder, die im Getöse der Elemente nicht den Weg zum Himmel finden konnten. Plötzlich rief der Alte, »Hinaus, hinaus, Kind, es steht schlimm. Das Holz rundherum kann nicht standhalten. Der Sturm wird es gegen die Hütte schleudern.« A vyběhli ven v čirou, strašnou noc, která zatím nastala. Ulomené větvičky, třísky a kusy kůry ze stromu metali jim vítr ve tvář s takovou silou, že mladému krev z úst i z nosu vytryskla. Pádili, nevidouce kam. Bořili se nohy v mokrých mech, klopítali přes koření a kamení. Um sie herum beständig das schwere Krachen und Knattern der fallenden Bäume. Rechts, links, vor und hinter ihnen. Die Erde dröhnte. Stämme und Felsblöcke kollerten vom nahen Abhang herunter. Statt sich aus dem Wald herauszuwinden, drangen sie ganz blind, wie von Sinnen, immer tiefer ein. »Das ist das Ende der Welt«, sagte der alte Holzhauer. »Wir werden zusammen sterben.« Der Knabe aber, fast besinnungslos von dem Schrecken, hörte diese Worte kaum. Byla to pouhá šťastná náhoda, že spíše padli, nežli vešli v černě zající otvor záseky, kterou vychle před chvílí z mohutných smrků byl zbudoval. Uchýlili se do mezery mezi vyvrácenými stromy, nad nimi klenula se přirozená střecha labyrint silných větví, do nich zachytilo se několik menších vyvrácených kmenů. Byli v bezpečí, ale v úkol v ukrytu jich burácela stále vichřice, celou noc neustávajíc, až kránu poněkud stichla. Als es besser wurde, krochen sie aus ihrem geschützten Versteck, doch konnten sie sich nicht mehr zurechtfinden. Die Gegend hatte ihre ursprüngliche Gestalt vollkommen geändert. Der kalten Staudener Wald war nun nicht mehr, auch nicht der von Plattenhausen.
höchstens hier und dort ein Rest an solchen Stellen, wo der Orkan nicht mit seiner ganzen Stärke eindringen konnte. Podlehl po 8-hodinovém boji s rozkaceným živlem. Stromy ležely jako bojovníci, jež Morana zachvátila na poli bitvy. Tu v řadách, v tam v divé směsici pře sebe nakupeny, v ohromných zásekách, místy jako domy ve velkých městech. Ach, es unterlagen himmelhohe Forste, die nicht mehr aufstehen werden. Sie liegen noch bis heute an vielen Stellen hingestreckt, da es nicht möglich war, sie fortzubringen. Als nach 2-3 Jahren der Borkenkäfer kam und von den abgestorbenen und den noch lebenden restlichen Bäumen Besitz ergriff, schälten die Holzhauer die Rinde von den Bäumen und verbrannten sie. Die Feuer, die damals überall brannten, waren die Seelenmesse, die der Mensch dem vernichteten Wald hielt.